zu unserem vierten Block. Und zwar geht es heute um eine Frage aus Österreich, beziehungsweise zwei. Ich grüße euch ganz herzlich. Die Frage lautet zuerst, Patrick, sag mal, bei uns klappt das mit dem Anfüttern nicht so, was machen wir falsch? Funktioniert das wirklich mit dem Anfüttern? Und die Frage 2 war, was denkst du, sind Hechte schlauer als Karpfen? Oder fressen sie einfach alles, was sie finden, wenn sie Hunger haben? Und wenn sie keinen Hunger haben, fressen sie nicht? Ich sag zu Frage 1 ganz klar, ja, das mit dem Anfüttern funktioniert definitiv mega gut. Ich zeige euch das gleich unter Wasser an meinem Baggersee. Ich habe mir nämlich jetzt über 3 Monate einen Futterplatz gemacht, in einem schönen, ruhigen, windstillen Bereich. Da ist das Wasser automatisch einen Tacken wärmer. Und auch wenn es nicht tief ist und ich ungefähr auf 3,5–4 Meter angel und es Stellen gibt, die 10–15 Meter tief sind, wo ja viele wieder denken, im Winter muss ich in das tiefste Loch. Nein, müsst ihr nicht. Ihr müsst erstens euer Gewässer kennen wie eure Hosentasche. Es bringt nichts, sich irgendwo hinzusetzen, wo man denkt, jo, sieht ganz vielversprechend aus, die Ruten reinzuhämmern, ein bisschen Futter drauf zu schmeißen und zu denken, dann läuft die Geschichte. Passiert nicht. In den geringsten Fällen funktioniert das. In Baggerseen, speziell in einfach entstehenden Gewässern, ob klein, mittel oder groß, spielt ein Faktor eine ganz wichtige Rolle. Und zwar müsst ihr die Futterfische finden. Tut ihr das nicht, angelt ihr im Winter in der Mondlandschaft. In jedem Baggersee, ob groß, mittel oder klein, stehen die Fische im Winter konzentriert in irgendeinem Bereich. Und die Hechte sind genau daneben, darunter. Oder sie kommen dahin geschwommen regelmäßig. Und wenn ihr diese Bereiche nicht kennt, liegen eure Köder in der Mondlandschaft. Das ist einfach so. Und ihr müsst euch wirklich die Mühe machen und diese Bereiche finden. Benutzt ein Schlauchboot, wenn ihr könnt, mit Echolot. Fahrt den See ab, immer und immer wieder, jedes Wochenende aufs Neue. Und irgendwann seht ihr, aha, die Fische sind immer in dieser Ecke oder in dieser Bucht oder an dieser Kante. Ihr seht die Wolken. Das gibt im Winter richtige Wolken. Und die Hechte sind daneben. Und wenn ihr kein Boot benutzen dürft mit Echolot, nehmt ein Futterboot oder nehmt die Uferangler zum Beispiel, holt euch den Deeper. Super geiles Teil. Ich habe mir selber nicht, ich habe aber letztes Wochenende Aufnahmen gesehen. Einfach geil. Ballert das Ding mit der Angel raus und dann geht ihr die vielversprechenden Stellen, wo ihr denkt, das könnte was sein, geht ihr ab, haut das Teil raus, kurbelt es langsam wieder rein, stellt euch einen, wie heißen die Scheißdinger denn jetzt noch? Nicht Laptops. Stellt euch kleine Tablets ans Wasser, dass ihr ein bisschen größeren Bildschirm hat, oder nehmt einfach ein Smartphone. Und dann seht ihr das. Der Deeper zeigt super geil Bodenstrukturen an und ihr seht auch Fische, vor allem Schwarmfische. Und das ist ganz wichtig. Und da müsst ihr diese Bereiche finden, wo die Futterfische stehen. Und dann sucht ihr euch zum Beispiel diese Bereiche aus, sucht euch geile Kanten oder Berge oder was auch immer da ist, warum der Futterfisch da steht. Wenn ihr gar nichts habt, ist auch egal. Solange der Futterfisch da ist, heißt das automatisch, die Hechte kommen da vorbei. So, und dann füttert ihr euch den Platz über einen langen Zeitraum an. Ihr müsst allerdings vorher noch einen Schritt machen. Und zwar müsst ihr testen, ob die Fische auf Meeresfische anspringen, wenn ihr sie gefunden habt, bevor ihr wild drauf losfüttert. Weil sonst versenkt ihr kiloweise Fisch, der erstens nicht gefressen wird, zweitens vergammelt und drittens ein Schweinegeld kostet. Also erst normal probieren, kommen Bisse überhaupt auf Meeresfische rein oder nicht. Wenn ja, Attacke. Dann könnt ihr 2 Sachen machen. Erstens Kurzzeitfütterung oder eine Langzeitfütterung. Ich mache eine Langzeitfütterung. Ich habe mir jetzt an meinem Baggersee den relativ flachen, windgeschützten Bereich rausgeholt, weil da das Wasser halt ruhiger ist und automatisch wärmer ist. Und die Futterfische sind da, weil ich habe an diesem Bereich Muscheln und noch ein bisschen Bodenkraut und das zieht automatisch an. So, die Aufnahmen zeige ich euch gleich. Da könnt ihr meinen Futterplatz sehen und ihr seht auch, wie die Hechte nach 3 Monaten Intensivfütterung auf diesen Futterplatz reagieren. Wird den einen oder anderen vom Sessel hauen,
ist aber mittlerweile für mich relativ normal, so unglaublich wie das klingt. Aber ich habe halt auch Aufnahmen von euch geschickt gekriegt aus ganz Deutschland, Bayern, Sachsen, Norddeutschland, auch aus Holland, auch aus der Schweiz. Und es ist überall dasselbe Spiel. Die Hechte reagieren überall gleich. Und da kommen wir auch auf die zweite Frage. Sind Hechte schlauer als Karpfen oder generell schlau? Wie schlau sind sie? Ich sage euch eins, werdet ihr auch gleich sehen. Die Biester sind sowas von verdammt schlau, das haltet ihr nicht für möglich. Ich habe ein paar Aufnahmen, wo ich mir immer gedacht habe, erinnert mich irgendwie an ein Stück Thunfisch im Meer, wo ein paar weiße Haie drumherum kreisen, stundenlang, bevor sie sich das Ding reinschnurbeln. Und das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ich habe Aufnahmen, die könnt ihr euch gleich angucken. Da schwimmen die Fische stundenlang um meinen Köder rum und beißen teilweise rein, heben den an, spucken ihn wieder aus, testen ihn, fächern ihn an. Und für mich sind die Hechte einfach definitiv sogar noch schlauer, obwohl Karpfen schon schlau sind, aber Hechte sind für mich noch schlauer wie Karpfen. Und auch die Aufnahmen, die ich dann verglichen habe, auch die ihr mir eingeschickt habt, bestätigen das immer und immer wieder, dass die immer dasselbe Verhalten an den Tag legen, gerade in stark gefischten Gewässern. Ihr habt zum Beispiel, seht ihr gleich den Köderfisch am Boden liegen und die Hechte kommen an, speziell die großen. Und die sind ja nicht umsonst so groß geworden. Die haben in ihrem Leben schon echt viel erlebt und auch echt viel schlechte Erfahrungen gemacht. Sonst wären die nicht so groß geworden. Und ihr könnt euch angucken, wie der Köderfisch am Boden liegt. Und in ganz vielen Aufnahmen, auch bei mir und auch bei anderen, das eine Verhalten, die schwimmen den Köder an, nachdem sie sich den eine Zeit lang angeguckt haben. Und dann fächern die den mit den Brustflossen an oder schnappen ins Wasser rein. Ich habe lange gerätselt, warum sie das machen. Und mir auch immer wieder weiter die Aufnahmen angeguckt und mittlerweile kann ich sagen, zu 90% machen sie das aus meiner Sicht, weil ein toter Köderfisch liegt auf dem Boden und riecht sozusagen nichts. Und wenn die den mit den Brustflossen anfächeln, dann schwimmt er für gewöhnlich ein Stück auf und trudelt dann wieder ganz langsam runter. So, hat die Sache aber einen Haken, macht der Fisch das nicht, weil er beschwert ist. Oder weil er vielleicht mit den Haken, die unten abstehen, irgendwo am Boden hängen. So, und diese Fische kommen angeschwommen, fächern den Köder an, gucken sich den an und schwimmen wieder weg. Und das machen die stundenlang. Oder die kommen angeschwommen, stehen mit dem Kopf ganz kurz vorm Köder, schnappen ins Wasser, erzeugen ein Vakuum, dann wirbelt sogar der Bodenschlamm auf, aber der Fisch bleibt liegen. Und das ist dann der Punkt, wo diese schlauen Schweinepriester, sag ich jetzt mal, den Köderfisch dann nicht nehmen. Und wenn ich ihn dann lange genug liegen lasse, über Stunden, dann sieht man das Nächste, dass sie dann ankommen und ab und zu mal einen Testschnapper machen. Sich den Köderfisch packen, anheben, ausspucken. Packen, anheben, ausspucken. So. Und wenn du ihn dann wegziehst, weil du vielleicht ein, zwei Pieper an der Rute hattest und dir denkst, ach, guck ich mal nach, dann machst du genau den Fehler, auf den die warten. Und dann packen die den überhaupt nicht mehr an. So, und ich habe genau dieses alles letztes Wochenende durchgemacht. Habe mir fast die Haare rausgerissen, weil ich hatte zwei echt Bombengranaten auf dem Futterplatz stehen und das den ganzen Tag von 10 Uhr morgens bis abends. Und ich habe alles ausprobiert. Ich habe dann mal die halbe Makrele gegen eine ganze getauscht, die Makrele gegen den Hering getauscht, dann gegen den halben Hering mit der Sardine weitergemacht, auf Rotauge gewechselt, aufgepoppt. Dann habe ich sie schon hinterher so austariert, dass der Schwanz auf dem Boden stand und der Rest vom Köderfisch auftrieb. Dann habe ich den genau so beschwert, dass der wirklich, wenn er den angewedelt hätte, hochgegangen wäre. Ich habe das am Ufer alles ausprobiert. Ich bin ja dann auch ein Drecksack. Ich fange dann so lange an zu tüfteln, bis ich das so habe, wie ich das haben will. Dann habe ich die Rute wieder reingeschmissen, habe mir das angeguckt, dasselbe Spielchen von vorne. Der hat den angewedelt, der trudelte hoch, er guckte schon, habe ich gedacht, jawohl, jetzt gleich, nein, auch wieder nicht. Dann habe ich gedacht, das liegt an der roten Popperkugel, habe die mit Edding komplett schwarz gemacht, wieder rein, lag es auch nicht dran. Und am Ende des Tages, da dachte ich mir, Mann, eigentlich
bei dem ganzen Kram, den du heute Morgen da reingeschmissen hast, hättest du doch deine Fischstücke sehen müssen. Wenn ich schon mit einer Markerboje angel und meinen Köder genau da hinschmeiße und meine Fischstücke genau um die Markerboje schmeiße, hätte ich doch mal, auch wenn ich die 2-3 Mal wieder rausgeholt habe und versetzt habe, hätte ich doch mal Fischstücke sehen müssen. Ich habe aber 0 Fischstücke gesehen. Ihr könnt es ja gleich angucken. Ihr werdet keine Fischstücke sehen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, die Drecksäcke fressen dir den Futterplatz leer und lassen deinen Köderfisch aber da liegen. Und dann habe ich mir das Kebabrib fertig gemacht, habe die Stange verkürzt, dass die genau so lang war, dass ich genau ein Fischstück da drauf gekriegt habe, ungefähr 3 Finger breit und so lang wie die Finger, also so. Also einfach nur ein Klumpen, ohne Flossen, ohne Kopf, ohne Schwanz. Genau das, was ich auch die ganze Zeit klein geschnippelt habe und da reingefeuert habe. Und dann habe ich nochmal eine Futterkampagne gestartet, bevor es so richtig dunkel wurde. Habe 2 Kilo komplett gemixt, weil ich alles dabei hatte. Ich habe kleine Stinte klein geschnitten, Makrelen, Rotaugen, Brassen, Heringstücke. Und dann habe ich das alles da reingeballert und habe nur dieses kleine Stück mit einem Einzelhaken auf den Futterplatz gelegt. Auf die andere Route habe ich aber dann auf Referenz gefischt und eine halbe Makrele für 2 Stunden dran gemacht, dann habe ich einen halben Hering für 2 Stunden dran gemacht, dann habe ich ein ganzes Rotauge dran gemacht, einfach um zu gucken, was funktioniert. Irgendwas muss ja irgendwann mal funktionieren. So schlau können sie nicht sein. Und was ich mir dann noch gedacht habe, gut, es war jetzt heute so sonnig, die konnten sich das alles ganz genau angucken, wenn du eine wirkliche Chance haben willst, die Viecher zu erwischen, dann im Dunkeln. Weil im Dunkeln können sie nur noch nach Geruch gehen und nicht mehr mit der Augen. Und dann habe ich sie gekriegt. Dann lief nach 3 Stunden endlich die Rute mit dem Fischstück ab und ich habe die Riesenbombe vom Futterplatz gepickt. Als ich mir das dann hinterher nochmal alles genau angeguckt habe im Zelt, habe ich gesehen, da war noch eine 2. Granate. Und die habe ich dann um 3 Uhr nachts gefangen, auch wieder auf der Rute mit dem Stück, obwohl der halbe, was hatte ich dran? Zum Schluss hatte ich das Rotauge dran, obwohl das Rotauge ungefähr 10 Meter daneben lag. Also gefunden haben müssen sie es definitiv. Und da habe ich dann halt die 2. Granate auch noch gefangen. Und am nächsten Tag habe ich dann gedacht, gut, hast du die 2 Fische gefangen. Probierst du einfach mal weiter. Also genau so weiter gefischt. Und ich habe den nächsten Tag dann noch 3 Fische gefangen, aber alle nur auf der Route mit dem Fischstück. Keine auf der Route mit der halben Makrele, dem halben Hering, dem ganzen Rotauge. Und da war ich auch mal echt platt. Und was soll ich sonst noch dazu sagen? Für mich sind Hechte definitiv schlauer als Karpfen. Vor allem in stark befischten Gewässern. Weil da wird zum Beispiel viel mit toten Köderfisch geangelt. Und ich bin halt auch sehr oft da und die Fische werden halt immer schlauer. Ne? Es gibt aber auch Tage, da spielt das alles überhaupt keine Rolle, da könnt ihr den Köder reinschmeißen, der Fisch kommt, sieht den Nagel drauf, nimmt den mit. Aber es gibt halt auch diese anderen Tage. Und das, was ihr da gleich sehen werdet, sagt auch ganz klar aus, dass Langzeitfütterungen funktionieren und man damit die Fische, besonders auch die großen und die scheuen Fische, an den Platz gewöhnt und auch an den Platz halten kann. So, und jetzt habe ich genug gelabert. Jetzt nehme ich euch mit unter Wasser an meinen Baggersee-Spot. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Gucken und sag schon mal bis zum nächsten Vlog.